Die Forschung fürs Kochen wurde abgeschlossen. Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück im Universum bzw. bei The Universum. Wir mussten, ja, gezwungenermaßen neu anfangen, nachdem es ein Content-Update gab. Die Kommentare waren ganz lustig, da haben sich die einen oder anderen einen Tornado gewünscht, weil ich erzählt habe, dass er jetzt im Spiel drin ist. Das ist schon wie bei City Skylines, die Leute warten nur darauf, dass meine komplette Stadt vernichtet wird. Ich weiß nicht, warum euch das so geil macht. Außerdem haben sich viele gefreut auch, dass die Entwickler quasi uns dazu zwingen, nochmal neu anzufangen, weil sie dann mehr Videos kriegen. Das habe ich zumindest ein paar Mal gelesen. Heute geht es also weiter mit unserem Dörfchen. Wir forschen, wir bauen, ihr kennt das Prozedere. Apropos Forschung, jetzt gerade wurde das Kochen abgeschlossen, dann können wir direkt mal schauen, was wir uns als nächstes gönnen. Wie wäre es denn mit einem, ja, der Bunker vielleicht, wenn jetzt bald ein Tornado kommt? Könnte vielleicht nicht schaden, aber wir bauen erstmal den Hexendoktor. So, und jetzt haben wir dann, wenn wir das Kochen erforscht haben, auch die Eatery, die hatten wir ja auch schon. Da war der Typ, der die ganzen Essen vorbereitet hat und wo dann alle Essen gegangen sind. Den Hexendoktor hatten wir ja auch schon, den fand ich auch so goldig, mein Gott. Der Hexendoktor. Dann haben noch ein paar Leute was geschrieben zu dem Thema mit den Gebäudeumrissen. Also zum Beispiel bei dem Gebäude hier, muss ich sagen, da ist der Umriss gut. Da ist ja wirklich, die Sachen gehen ja wirklich bis zum Rand, ja, vorne, hinten, überall. Da ist der grüne Radius, so wie auch das Gebäude aussieht. Und die Vermutung hatte ich tatsächlich auch schon, ich habe es aber nicht angesprochen, dass der Grund ist, bei manchen Gebäuden größer ist, weil sie ja später in ein anderes Zeitalter gebracht werden sollen. Es gibt ein paar Gebäude, die wir jetzt schon ins nächste Zeitalter bringen können. Ich weiß gar nicht, was für ein Zeitalter soll das hier sein, so mit einfachen Steinhütten und so. Urmenschen, die ersten Sesshaften, ja, wobei, wir haben ja schon Ackerbau und so. Also, ne, auf jeden Fall relativ frühes Stadium und das nächste ist, glaube ich, zeitaltertechnisch dann das Vormittelalter. Und es gibt schon das ein oder andere Gebäude, was man schon da reinbringen kann in diese Zeit. Und da werden dann nach und nach wahrscheinlich dann alle Gebäude kommen, dann gibt es die nächste Stufe und so weiter. Ich finde es cool, das auch mitzuerleben. Ich hoffe, sie brauchen nicht noch 10 Jahre, bis das Spiel fertig ist. Ne, es ist, wie gesagt, sie sitzen schon 3 Jahre oder so dran, glaube ich. Und da war halt die Vermutung, dass wenn das Gebäude halt vielleicht in späteren Zeitaltern größer wird, also quasi, es soll ja irgendwann mal ein bisschen die Gegenwart gehen, ja. Und dann ist ein Krankenhaus natürlich größer als so eine kleine Steinliege und ein Zeltdach. Und deswegen ist vielleicht auch der Radius größer, damit das Gebäude dann später... So, das war eine Erklärung, die auch irgendwie logisch klingt. Naja, wir schauen mal. So, neue Nuggets sind erwachsen. Wir sind jetzt schon bei 16 Leuten. Ich glaube, wir haben sogar jetzt schon mehr, als wir vorher hatten. Was aber nicht daran liegt, das liegt daran, dass die Rate erhöht haben. Ja? Also es geht jetzt schneller, dass neue Nuggets dazukommen. Und die werden, glaube ich, auch schneller erwachsen. Und daran liegt das eher. So, Wasser ist noch in Ordnung, Essen ist auch okay und wenn dann die Eatery erstmal fertig ist, dann wird ja auch Essen produziert werden, also gekocht werden. Auch das kam, glaube ich, auch mit dem letzten Patch übrigens, dass die Bäume so wackeln und die Steine, wenn sie das abbauen, ja, mit der kleinen Axt. Guck mal, der kleine Nugget mit seiner kleinen Axt haut hier den Baum um. Ach ja, goldig. Und diese ganzen Animationen und die Baumstümpfe und so, das war halt auch so ein Teil. Die Entwickler mussten sich teilweise vorwerfen lassen, da gab es so ein bisschen... Manche Spieler waren ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise auch zu Recht teilweise, weil viele haben das Spiel ja bei Kickstarter unterstützt damals für $40, was ja gar nicht so wenig ist, ne? Die wollen natürlich dann auch, dass das Spiel, was ihnen versprochen wurde quasi, mit ihrem Geld dann auch erstellt wird. Und viele Spieler haben sich ein bisschen daran geärgert, dass zum Beispiel dann beim vorletzten Patch war das, dann zum Beispiel eingebracht wurde, dass man jetzt Nuggets auf den Boden schmeißen kann und dann kommt Blut oder jetzt zum Beispiel, dass jetzt der Tornado reingebracht wurde. Viele Spieler regen sich darüber auf, weil die sich sagen, mach doch erstmal das grundsätzliche Spiel fertig, ja? Erstmal, dass es funktioniert und dass man in die Zeitalter kann und so weiter. Und dann kann man sowas wie Naturkatastrophen oder Blut, wenn man Nugget auf den Boden haut, kann man dann ja später immer noch machen. Das ist ja wohl nicht wichtig. So, jetzt haben wir ein Problem. Wegen der Eatery haben wir einen Wassermangel. Also da haben sich manche Spieler, habe ich gelesen, haben sich manche darüber aufgeregt. Kann ich teilweise nachvollziehen. Es ist ja irgendwo... Machen wir eben das Spiel ein bisschen lauter, ich höre fast gar nichts. Es ist ja irgendwo berechtigte Kritik, ja. Man will halt das Spiel auch irgendwann fertig haben und nicht erst in 10 Jahren. Und wenn die halt dann so ein Quatsch in Anführungszeichen machen, wie ein Tornado und ein Bunker, statt dann wirklich mal das grundsätzliche Spiel voranzubringen. Na, die machen halt das, worauf sie Bock haben. Ich find's ja gut. Ja, so geht mir das mit YouTube auch. Wenn ich nur das machen würde, was die Leute wollen, dann würde ich wahrscheinlich jeden Tag Skylines und, keine Ahnung, GTA 5 oder so machen, aber ich mache das, worauf ich Bock habe. Dann habe ich zum Beispiel Prey Let's Play, das hat kaum einer sich angeschaut, aber es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, dann mache ich das halt, ja. So machen die das bei ihrem Spiel anscheinend auch. Nur, dass die natürlich zahlende Kunden haben, die Geld bezahlt haben für das Spiel, ne. Und ihr kriegt auf YouTube alles kostenlos. So, wir bauen eine weitere Farm. Ich habe Lust auf eine weitere Farm. Sollen wir die einfach mal daneben bauen? So richtig landwirtschaftsmäßig jetzt hier so eine... Leider muss man die relativ weit abstandsmäßig bauen, weil beide so einen Rand haben. Aber okay. Die Massage kann ohne Wasser nicht funktionieren. Ja, deswegen sollen die ja auch hier... Mach mal hier Priorität. Ah, ist schon fertig. Okay. Damit sind wir bei 60 Wasser. Alles gerettet. Alles gut. Beruhigt euch. Beruhigt euch heute. So, wir brauchen einen Koch. Dann stellen wir doch mal jemanden ein. Aki ist jetzt der Koch neuerdings.
Der Hexendoktor braucht noch eine Minute, dann ist er auch fertig. Können wir mal ein bisschen vorspulen. Ich hoffe halt wirklich, dass wir vom Tornado verschont bleiben, ein bisschen einen Bunker haben. Beziehungsweise, ich fände es cool, wenn wir einen sehen würden vorher schon. Aber halt nicht da, wo wir sind, sondern irgendwo anders. Also zum Beispiel, unsere Massage ist ja blau. Und ich fände es cool, wenn man eine Farbe auswählen könnte. Und dann wäre auch zum Beispiel hier eine blaue Fahne drüber statt pink. Und hier ein blaues Ding statt pink. Und das wäre auch nicht grün, sondern blau. Also wenn man quasi eine Farbe wählen könnte. Und wenn man pink wählt, dann sind alle Gebäude pink. Finde ich cool. Dürfte auch nicht sonderlich schwierig sein, das zu machen. Vielleicht bringen sie das irgendwann mal. So, Traditional Healing ist fertig. Wir können einen Hexendoktor bauen. Der Hexendoktor mit seinen verrückten Ritualen. Ich würde sagen, wir erweitern uns hier. Ich habe ja extra diese Stelle genommen, weil da so schön viel grüne große Wiese ist. Deswegen erweitern wir uns. Wir erweitern uns so ein bisschen so hier noch und dann da hinten vor allem. Ach, ich fände das immer so. Ich würde immer so schöne Stellen haben, wenn nicht dieser Kasten so groß wäre. Dann wüsste ich genau, wo ich es hinpacken will. So, da kommt jedenfalls unser Hexendoktor hin. Jetzt sind wir schon bei 21 Leuten. Oh Gott, unsere Bevölkerung eskaliert. Jungs, ihr dürft euch nicht so schnell vermehren. Hört mal auf zu knattern, sonst haben wir bald Probleme mit Nahrung und Trinken. Guck mal, wir haben jetzt schon bei 60 angekommen. Wir bauen jetzt schon mal noch eine weitere Wasserquelle. Sonst kriegen wir echt Probleme, glaube ich. Guck mal, die knattern aber auch. Die haben es wirklich gut hochgeschraubt. Also es ging vorher, es hat vorher sehr viel länger gedauert. So, wir erforschen den... Lass uns erstmal den Friedhof machen, bevor wir den Bunker und den Vorhersageturm machen. Meine Farm ist immer noch im Bau, weißt du, und in der Zeit sind schon 10 neue geboren worden. Und es war Tag und Nacht und Tag und Nacht. Aber zumindest trinken alle, es essen alle, es geht soweit allen gut. Nachdem wir bei dem Safe hier ja am Anfang so ein bisschen ein, zwei Fehler hatten und dann waren alle unglücklich, aber jetzt haben sie ja auch zwei Massagesalons und ich denke, die reichen auch. Jetzt haben wir auch einen Koch, der produziert Essen. Ich glaube, jetzt haben wir die gröbsten Sachen geschafft, was jetzt noch kommen muss, weil jetzt, wir sind jetzt im Jahr 50. Im anderen Safe Game waren wir schon im Jahr 80 oder sowas, oder 90. Was jetzt als nächstes noch kommen muss, ist dringend der Friedhof, damit dann, wenn mal jemand stirbt, die nicht unglücklich werden. So, unsere zweite Farm ist fertig. Ich würde sagen, wir nehmen die Crystalline Crab Apple. Braucht zwar 26 Wasser, was sehr viel ist, und es dauert auch lange, aber sie produziert auch sehr viel Nahrung. Finde ich cool. Und dann wählen wir jemanden aus, der da mal arbeiten kann. Guck mal, ich kann sogar nach dem Alter sortieren. Kinderarbeit, wir schauen nur den 5-Jährigen auf den Acker. Ja, nehmen wir doch mal hier so einen 12-Jährigen. Ja, 12-Jährige auf den Acker, finde ich super. Kinderarbeit ist genau mein Ding. So, da hinten wird sich schon wieder vermehrt. Leute, nicht so schnell. Wo sollen die denn alle wohnen? Am Anfang hat das alles so lange gedauert. Jetzt haben wir wieder einen... Der will wieder nicht trinken. Müssen wir mal wieder ein bisschen helfen. Ich habe immer Angst, die aus Versehen richtig auf den Boden zu klatschen und dann zermatschen die. Ich habe immer Angst mit meinen göttlichen Fingern, dann muss ich immer vorsichtig sein. Hör mal, du bist am Verdursten. Nicht essen gehen, du bist am Verdursten. Ach, guck mal, der paddelt sogar richtig. Ich habe da vorher gar nicht drauf geachtet. Der paddelt sogar mit seinem Bötchen hier raus. Auf diesem kleinen blauen Tümpel und fängt dann an, hier zu fischen. Cool. Sieht schön aus. So, Wasser sind wir jetzt bei 90. Das ist, denke ich, ganz gut. Vor allem, weil der da auch viel Wasser braucht, sobald er dann erstmal wächst. Hör auf zu trinken, geh arbeiten, auf den Acker. Und Xilo ist immer noch am Verdursten. Ich meine, gut, wenn eine jetzt mal verdurstet, ist nicht so schlimm, ja. Die anderen, wir haben eh mehr als genug Leute. Insofern, das ist dann die natürliche Auslese. Wenn man zu blöd ist zum Trinken, das ist dann Evolution einfach, ja. Das ist dann natürliche Auslese. Wer zu doof ist zum Trinken, stirbt. So war das früher auch. Ach, jetzt hat sie sich hier was... Ach, sie hat es hinbekommen, was zu trinken. Aber sie hat sich das Trinken jetzt hier geholt, weil hier wird auch Trinken gespeichert. Bei der Eatery hat sie sich jetzt was zu trinken geholt, statt einfach zum Brunnen zu gehen, wie jeder andere normale Mensch. Shahu, preparing for a date. Du sollst hier Sachen anpflanzen, du sollst dich nicht für ein Date vorbereiten. Wahrscheinlich wird das diese Saison sowieso nichts mehr, wahrscheinlich fängt er das nächste damit an. So, warum wird unser Krankenhaus nicht fertig? Leute, hallo? Ich hoffe, ihr macht euren Job. Ein kleines Autosave am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, wenn das Spiel abschmiert. Aber abgeschmiert ist es, glaube ich, bei mir noch nicht, ne? Wir hatten halt nur das Safe-Game, jetzt mussten wir neu machen, aber das war ja jetzt kein... Spielfehler, das war ja so gedacht. An sich läuft das bisher stabil bei mir. So, wir haben offiziell die 25 Einwohner erreicht. Da haben sie wirklich das... Ach, jetzt bauen sie hier hinten schon eine Hütte. Mitten in den Wald hinein. Da will sich jemand eine Waldhütte bauen. Und da auch noch, oder was? Ey, guck mal, wie die sich erweitern. Wie schnell das jetzt geht im Vergleich zu vorher. Wir haben schon ein richtiges kleines Städtchen. Guck mal, wenn ich rauszoome, sieht man jetzt sogar schon, wenn man ganz rausgezoomt ist, eindeutig unser Dorf. Das war früher, also bei der ersten auf jeden Fall noch nicht so. Wir haben uns aber auch eine super geile Stelle ausgesucht, finde ich hier. Mit dem Wasser und den Bergen und dieser riesen Wiese. So, habt das mal. Das Krankenhaus muss fertig werden. Wir müssen demnächst hier schon den Friedhof bauen. Beeilt euch mal. Da oben bauen wir mal noch einen Brunnen hin. Dann erweitern wir uns so weiter in diese Richtung da hinten. In Richtung der Wiese.
Okay, das Hospital ist fertig. Das kennen wir ja schon. Das sah ja damals schon ziemlich cool aus. Ich mag das Gebäude total gerne. Vor allem, wie der dann in diesem Kessel rumrührt. So, jetzt müssen wir einen Arzt hinzufügen. Wen machen wir mal? Irgendeinen alten Waisen, aber dann stirbt er uns bald unterm Hintern weg, ne? Wie wär's denn mit Umba? Umba ist 41, ist gerade am Holzhacken. Ja, nehmen wir doch mal Umba, die wird jetzt Ärztin. Mit unserer göttlichen Macht können wir nämlich sagen, wer welchen Job machen soll. Warum hat unser Krankenhaus kein Wasser, wenn wir doch 90 Wasser zur Verfügung haben und nur 80 verbrauchen? Ey, er hat irgendwie kein Zuhause. Ich weiß nicht, was bei ihm falsch ist. Der Koch hat ein Problem, der hat kein Zuhause. Du wohnst in der Küche, mein Gott, beschwer dich doch nicht, du wohnst in der Küche. Ja, beide Forschungen sind fertig. Wir machen die eisernen Mägen und den Vorhersageturm und können dann jetzt einen Friedhof bauen, glaube ich. Den hatten wir auch noch nicht in dem anderen Ding. Hier, Funeral Pyre. Und Cemetery. Cemetery ist der Friedhof. Wenn ein respektiertes Familienmitglied oder ein respektiertes Mitglied der Community stirbt, können wir die nicht einfach irgendwo hinschmeißen, sondern wir brauchen dann natürlich einen Friedhof. Bauen wir aber ein bisschen weiter raus. Ich habe gehört, genau, die haben so einen, seht ihr diesen Radius, diesen lilanen? Wenn die innerhalb dieses Radius sind, sind die traurig. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen kommt der Friedhof irgendwo weit raus. So, den Friedhof könnt ihr von mir aus da hinten hinbauen, ist mir egal. Müssen wir uns denn auswählen oder brauchen wir beides? Es gibt einerseits den Friedhof und andererseits so ein Krematorium, also so ein Scheiterhaufen, wo wir quasi die Leichen verbrennen können. Aber das hat auch so einen negativen Radius. Ich weiß also nicht, ob wir beides brauchen oder nur eins von beiden. Ich baue jetzt erstmal den Friedhof. Sollen sie das mal zuerst machen. Irgendwas stimmt aber nicht ganz, weil die Küche hat irgendwie Wasserprobleme. Oh, da kommt direkt ein Gewitter über unserem neuen Friedhof. Die bauen Hütten wie verrückt. Da hinten haben sie schon sich bis in den Wald reingekämpft. Da wohnen sie schon. Also die Ausmaße, die wir jetzt, wenn wir da hinten den Friedhof bauen, dann haben wir bald schon die halbe Erdkugel quasi. Naja, nicht ganz. Es ist noch mehr als genug Platz, aber... So, 26 Essen. Ach, jetzt wird auch hier die Frucht angebaut. Okay, also die dauert wohl sehr lange und braucht viel Wasser, aber... Oh. Hallo. Hallo, Gewitter. Auch hier? Na, schönen guten Tag. So, jetzt haben wir 120 Wasser. Guck mal, wie viel Wasser wir jetzt schon verbrauchen. 1, 2, 3, 4. Heieieiei. Es wird immer größer und immer schlimmer. So, hier ist jetzt wieder Wasser vorhanden. Dann war das wegen dem Feld da oben. Das hat vorher kein Wasser verbraucht. Verbraucht jetzt 26. Das Feld da oben braucht fast eine ganze Wasserpumpe alleine. Also den Brunnen hier mögen sie manchmal einfach nicht. Da ist Wasser drin, aber manchmal denken die sich, nein, ich weiß nicht, wie ich trinken soll. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ständig diese quietschenden Betten, ne? Überall sind sie am Knattern. Die Hütte ist cool. So ein Steinhaufen mit so zwei Stämmen und dann diese Blümchen da. Das sieht doch süß aus, oder? Die haben einen guten Geschmack, was die aus äußerer Einrichtung angeht. So, bauen die denn den Friedhof, wenn der so weit draußen ist? Oder ist euch das so weit weg? Nee, sie hacken erstmal alles weg. Aber ich will den halt nicht so nah am Gebäude bei uns haben. Ach, guck mal, das ist noch ein großer See. Den können wir dann auch irgendwann erschließen. Je weiter man sich ausbreitet, desto mehr muss man natürlich schauen, was man um sich rum hat und wo man noch hinbauen kann am besten. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, weil ich noch nie so weit war in dem Spiel, ab wie vielen Leuten man quasi zum Beispiel eine zweite Ingenieurshütte braucht. Wie viele Farmen ich pro so und so viele Leute brauche. Da habe ich überhaupt keinen Überblick. Kann ich gar nicht einschätzen. Oder ob ich noch einen Fischer bauen sollte. Oder ob wir noch eine weitere Local Business brauchen. Ich meine, bei den meisten Sachen werden wir es sehen. Also wenn zum Beispiel die Leute unglücklich werden, brauchen wir noch so ein Amusement-Gebäude. Wenn die verhungern, brauchen wir mehr Essen. Das macht alles Sinn. Ne? So, jetzt kommt hier irgendwie ein ekelhafter Wind. Jetzt hat er es auch hinbekommen zu trinken. Manchmal stehen die 5 Minuten vor dem Brunnen und sagen, ich verdurste. Und dann trinken sie am Ende dann doch noch. Könnten sie auch einfach mal ein bisschen früher machen, oder? Ist das ein richtiger Sturm oder was geht hier ab? Meine Güte. Ja, wir haben auch schon den ersten, der sich einen Knochen gebrochen hat. Es scheint fast so, als würde der Wind Knochen brechen, so doll ist der. Hoffentlich nicht unser Farmer. Aber unser Essen wird langsam ein bisschen knapp. Und ich habe auch überlegt, ob wir noch ein zweites Lager bauen. Wir sind nämlich bei 70 von 100, was die Auslastung angeht. Und jetzt kommt auch noch Gewitter. Es wird ja immer besser. Und was wir auch jetzt haben, ist der Bunker, den wir zur Not dann aktivieren können. Den bauen wir jetzt aber noch nicht. Und der Vorhersageturm. Kriegen wir den noch mitten ins Zentrum? Das finde ich geil. Ja, hier. Das sieht gut aus. Da bauen wir unseren Turm hin. Der hat Gott sei Dank keine große Fläche. Der sieht richtig cool aus, glaube ich. Hatten wir den schon fertig gebaut oder hatten wir den nur in Auftrag gegeben? Oh Gott, was machen wir denn da schon wieder? Hütte. Och, Leute. Übertreib's doch nicht völlig. Eieiei, da hinten ist ordentlich am Gewittern.
So, Crop is growing. Ich hoffe, das beeilt sich ein bisschen. Da bauen sie auch schon die nächste Hütte. Bald kann ich gar nicht mehr irgendwo bauen, weil die sich so erweitern. Das ist ja unglaublich. Unser Friedhof wird aber fertig jetzt. Der ist jetzt gleich, der ist im Bau gerade. Und dann erhöhen wir noch die Hungerbedürfnisse. Verringern, dass sie weniger Hunger haben. Jawohl, unser Friedhof steht. So, da muss leider auch jemand arbeiten. Ein sogenannter Grave Digger. Okay, Ximbo ist jetzt also unser Grave Digger. Und das hier wird unser neuer Friedhof. Noch ist da keiner begraben. Wir sehen, der Friedhof hat wirklich Plätze, wo dann wahrscheinlich auch Nuggets dann stehen. Wir wissen dann also, wer da auf dem Friedhof liegt. Und wenn es voll ist, brauchen wir 9. Oder da müssen wir halt so einen Turm bauen, wo die verbrannt werden können. So einen Scheiterhaufen. Boah, wir haben jetzt ein richtiges Königreich. Ich meine, guckt es euch mal an. Wie viel wir jetzt schon haben. Das erweitert sich ja immer. Irgendwann muss man dann ständig um den Globus rumscrollen, damit man dahin kommt, wo man... Huch, was habt ihr denn für ein Problem? Das Batteriesymbol kenne ich noch nicht. Hat die Hütte keinen Strom oder was ist das Problem? Wir haben doch gar keinen Strom. Nee. Oh, shit. Ich habe die, glaube ich, gerade beim Sex aus der Hütte raus. Sorry. Ach so. Also ich glaube, ich habe da gerade zwei beim Knattern aus ihrer Hütte gerissen. Das tut mir sehr leid. Der hatte so eine Energiezelle. Vielleicht konnte er einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie das im Spiel alles so genau funktioniert. Der Bunker kann sogar relativ zentral. Der ist gar nicht so groß. So, das nächste Warenlager ist fertig geworden. Das haben wir hier gebaut. Oh Gott, es erweitert sich so schnell in alle Richtungen hier. Aber es wird noch geerntet. Ja, sie erntet noch schnell. Vielleicht haben wir dann noch ein bisschen mehr Essen, weil wir haben jetzt 17. Das ist echt nicht viel. Auf dem Friedhof liegt auch noch keiner. 35 Leute sind wir auch schon. So, Bunker wird gebaut, Vorhersageturm, Friedhof. Also jetzt geht's richtig mit großen Schritten hier voran. Da können wir vielleicht sogar bald schon ins neue Zeitalter, zumindest mit manchen Gebäuden. Gott, wo die da hinten hinbauen. Ihr eskaliert ja komplett. Ich kann gar nicht so schnell Essen nachproduzieren, wie die sich vermehren durchs Knattern. Kann man das denn irgendwie abstellen, dass sie sich nicht vermehren sollen oder so? Ein paar Kinder töten vielleicht dann? Ja, gut, ich könnte natürlich Leute töten, klar. So, ich glaube, wir brauchen inzwischen auch einen zweiten Ingenieur. Das scheint, glaube ich, das reicht nicht mehr aus mit dem einen. Ich kann das aber nicht einschätzen, wie viele wir brauchen. Ich verliere vor allem auch langsam die Kontrolle darüber, wo eigentlich überhaupt was ist. Und damit ist sie wieder bei 100%. Also noch kann ich natürlich mit meiner göttlichen Kraft immer eingreifen, falls jetzt ingenieurstechnisch das nicht reicht, aber... Boah! Ich habe das Gefühl, diesen Part ist einfach explodiert. So groß geworden, die haben es eindeutig verändert, wie schnell es vorangeht jetzt. Wo jetzt was war und wo welches Gebäude, wo wir was gebaut haben, wo gerade noch was im Auftrag ist, wo es schon weiter ist. Aber die Nahrung halt, ich kann gar nicht so schnell Nahrung nachproduzieren quasi. Und das sind halt auch Sachen, diese Verhältnisse muss man halt im Laufe des Spiels dann auch irgendwann herausfinden. Wie viel Brunnen brauche ich für so und so viele Einwohner, wie viel Felder oder Essen. Da habe ich halt gar keinen Überblick, ja. Ich kann jetzt nur gucken, reicht's oder reicht's nicht, aber... Irgendwann hat man da ja so einen groben Richtwert auch. Ich sehe schon, ich muss jetzt hier ständig meine Gottesmacht einsetzen, weil die zwei Ingenieure nicht mehr reichen. Das ist ja gut, dass wir die haben dann. Aber früher oder später. Deswegen baue ich ja jetzt auch schon einen zweiten. Wir haben jetzt außerdem die Wood Refinery und die Stone Refinery. Das heißt, ab jetzt können wir dann, wenn wir die bauen, auch Stein und Holz herstellen, ohne dass sie laufen müssen. Wie groß ist das denn? Das sieht aber geil aus. Cool. Welches bauen wir denn zuerst? Bauen wir erst die Wood Refinery? Die sieht ja richtig gut aus. So, bauen wir doch mal eine Wood Refinery. Unser Essen ist halt langsam knapp. Aber es liegt halt auch daran, dass sie sich so vermehren. Und Wasser brauchen wir auch schon wieder mehr. Pff, ich bin ständig jetzt... Also, am Anfang ist eher so, dass man baut was oder man drückt auf eine Forschung und dann so, ja, okay, und jetzt? Und dann wartet man wieder. Jetzt ist eher so, okay, da muss ich was machen. Da muss ich reparieren. Da muss ich gucken, dass alles in Ordnung ist. Okay, forschen, auch nicht vergessen. Ah, jetzt kriegen wir die ersten Upgrades. In die nächste Zeitalter. Eatery Upgrade... Fire Upgrade, Farm Upgrade, Well Upgrade, Upgrade Water Pump, Reservoir Upgrade. Okay, wir machen als erstes, dass wir die Farm upgraden können. Dann bringen wir die schon mal ins nächste Zeitalter. Bunker ist auch fertig geworden im Übrigen. Ja, da können wir dann, so viele Leute passen da rein. 5 mal 4 sind 20. Wir haben, also wir bräuchten auch schon 2 Bunker. Wir sind schon so groß, wir bräuchten sogar schon 2 Bunker. Ist ja verrückt. Oh Gott, überall kommen Meldungen. Ich krieg gar nicht mehr alles auf... Ah! So, also Bunker wird gebaut. Der Vorhersageturm ist auch fertig gleich. Der sieht ja wohl richtig cool aus. Haben wir schon jemanden auf dem Friedhof? Immer noch nicht. Schade. Die Ingenieurshütte ist fertig, die nächste. Da müssen wir auch Leute zuweisen. Ich nehme jetzt einfach irgendwelche. Ist das verrückt, wie es jetzt abgeht. Ah, jetzt ist es, glaube ich, ein Friseur übrigens. Was ich da jetzt baue. So, wir bauen einen Friseur. Da hinten fällt eine Hütte auseinander. Gott kommt sofort zu Hilfe. Gott, erhöre meine Gebete. Mein Haus fällt auseinander. Ja, ich habe deine Gebete erhört. Dein Haus wird gerettet. Da ist noch eins. Oh Gott.
Ja, gut, dass ich noch einen Ingenieur gebaut habe. Sonst muss ich jetzt ständig selber hier mit meinem göttlichen Schein die ganzen Gebäude retten. Wahrscheinlich haben sie das deswegen auch als erstes reingebracht, weil einem sonst die ganzen Hütten auseinanderfallen. So, ich präsentiere unser neues Dorf. Ja, es ist komplett eskaliert. Ihr seht schon, wie viele Baustellen wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sehe alleine 7 Baustellen gerade. 8. Jetzt gerade geht's komplett eskalativ ab hier. Und jetzt haben wir sogar noch so einen Turm. Der sieht auch super nice aus, muss ich sagen. Da können wir jetzt einen Wettermann zuweisen. Show Windmap. Show Heatmap. Show Windmap. Coming soon. Okay, vielleicht funktioniert's auch noch nicht richtig. Keine Ahnung. Ja, also ich bin gerade einfach nur hin und weg und ein bisschen perplex, dass es jetzt so krass abgeht, das Spiel. Und ich dachte wirklich, okay, gibt nicht so viel zu tun. Aber jetzt gerade sehen wir, ja, es gibt mehr als genug zu tun und überall Baustellen. Ach so, warte mal, da oben sehen wir jetzt so Sachen. Ist das jetzt das, was jetzt neu ist? Ist das jetzt unsere Wettervorhersage da oben oder was? Keine Ahnung. Ja. Ein Brunnen geht kaputt. Buildings need repair. Oh Gott, ich sag's ja. Uns bricht alles auseinander. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, das habe ich schon gesagt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder die Tage. The Universum. Euer Gott, Walle. Bye, bye.